Ja, liebe Albatros-Fans, liebe Stammgäste, ich weiß, wir haben unglaublich viele Menschen, denen dieses Schiff hinter mir so viel bedeutet hat, die letzten Jahre und Jahrzehnte, auch uns Phönixe. Und mir persönlich liegt es ganz besonders am Herzen, auch die Albatros hier nochmals zu besuchen, bevor sie dann sich von Bremen auf den Weg nach Bremerhaven macht, um dort ihre Ladung zu löschen. Und dann begibt sie sich ja auf den Weg in Richtung Rotes Meer, um dort dann in ihrem Altersruhesitz als Hotelschiff und somit immerhin erreichbar und weiterhin auch touristisch nutzbar für uns und unsere Gäste, dann dort nochmal eine Karriere anzugehen. Kapitän Alex Sinkowski ist an Bord und der wird das Schiff die Weser runtersteuern. Es geht bald los und dann ist es eine rund 3- bis 4-stündige Fahrt bis nach Bremerhaven. Und ja, hier haben Sie nochmal den Eindruck von unserer weißen Lady. Und ich kann Ihnen sagen, das gesamte Phönix-Team in Bonn, wie auch auf den Schiffen und auch bei unserer Reederei, BSM und bei Sea Chefs, wir alle haben unser Herz an die Albatros verloren, genau wie Sie die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und somit ist dann dieser Abschied, der dann bevorsteht, doch gar nicht so leicht.